Moin von der Insel, herzlich willkommen hier auf Lanzarote. Herzlich willkommen aus unserem Urlaub. Ja, wir sind jetzt in Playa Blanca, haben 21,5 Grad, sehr angenehm, leichter Wind, leichte Brise, leider bewölkt. Könnte für den 1.6. auch ein bisschen wärmer sein, aber es ist wie es ist. Wir nehmen es mit, wie es ist. Ja. Was sollen wir machen? Und wir erkunden jetzt mal ein bisschen Playa Blanca. Genau. Das heißt, wir gucken auch hier schon rüber nach Fuerteventura. Da waren wir ja erst. Gehen wir mal hier runter, weil hier habe ich schon mal Wasser gesehen. Ja, genau. Ui, ui, ui. Und da drüben ist Fuerte. Ihr seht, es ist bedeckt, ne? Oder man sieht es nicht. Aber man sieht wahrscheinlich auf diesem Video mit dieser Kamera nicht, dass wir jetzt Fuerte sehen. Aber wir können das hier deutlich erkennen. Haben eben auch schon eine Fähre fahren sehen. Dort hinten liegt eine Fähre, die kann man sicherlich sehen. Fred Olsen. Oder erahnen. Ja, und wir gehen jetzt hier runter. Und wir sind hier schon einmal diese ganze Promenade rechts runter gegangen bis zum Ende und dann durch eine kleine Einkaufsstraße. Und das ist wirklich hübsch hier, beschaulich. Ja. Ich gehe mal hier in die Fundgrube. Ein Urlaubsort, ne? Ja. Ein Urlaubstag außerdem für uns. Ja, aber ein touristischer Ort, das wollte ich damit sagen. Und natürlich gibt es auch hier den Inder, die Fundgrube. Also für diejenigen, die es nicht wissen, warum sage ich der Inder? Der Inhaber dieser Kette ist ein indischer Staatsbürger. Ja, und hier auf der Promenade sieht man an den ganzen Tischen hier, bei den Restaurants, bei den Bars, bei den Tapas-Bars. Viele, viele Menschen sitzen hier schon. Wir haben es jetzt 1:15. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass es sich hier nicht um Spanier handelt, sondern um Touristen. Weil Spanier gehen doch in aller Regel etwas später essen. Ja, und man kann hier direkt auf dieser Promenade, ihr könnt das sehen, entlang schlendern und es zieht sich und zieht sich und zieht sich so und da hinten kommt dann eine Kurve. Ich fühle mich so ein bisschen an Las Palmas erinnert, an den Las Canteras-Strand. Dort ist ja auch eine ellenlange Promenade, auf der man wunderbar spazieren gehen kann. Und das werden wir jetzt gleich auch mal tun. Und Wassersport ist hier auch möglich. Eine ganze Kolonne kommt da an. Das Wasser ist glasklar. Sehr angenehm mit der leichten Brise hier. Wirklich schön. So, warst du in der Fundgrube erfolgreich? Nein, ich war nicht erfolgreich, aber ich wollte ja auch nichts. Also von daher. Okay. Wir haben gerade eine Ausfahrt einer Fähre. Eine kleinere Fähre, die geht jetzt rüber nach Fuerteventura. Die ist mir so schon zu schnell. Außerdem hat die einen Haifischmaul. Ja. Ich fahre nicht mit einer Fähre. Nee, mit Haifischmaul. Und da kommt das olle Ding da angetuckert. Da bist du ja immer froh, wenn die Haie rüberkommt. Ja, kann man nicht sehen. Nee, aber ich möchte nicht Fähre fahren. Nee, hat ja auch keiner von geredet. So, dann haben wir hier El Clasico, die Speisekarte. 4 Quadratmeter groß in 7 Sprachen. Und du kannst dich an den Ort erinnern, ne? Ja. Siehst du? Wenn meine Frau mich immer fragt, weißt du noch, wie wir in Playa Blanca und so weiter und so fort, und erinnerst du das nicht? Und ich sage auch nicht, wie wir, sondern als wir. Habe ich wie wir gesagt? Ja. Oh, wird auch immer schlimmer. Naja, aber auf jeden Fall, wenn ich dann angekommen bin in zum Beispiel heute Playa Blanca, dann sage ich, stimmt, kenne ich. Kenne ich. Aber wie hat unser Freund Jürgen uns genannt? Reisekaiser. Ja. Die Reisekaiser sind wieder unterwegs. Wir lieben es, zu reisen und unterwegs zu sein. Ja, gerne. Und nach Möglichkeit, nach unseren bescheidenen Möglichkeiten machen wir das auch. Das ist ja auch ein Strand hier, das ist der Wahnsinn. Das fällt ja so ab ins Wasser, aber menschenleer. Also wer mal einen menschenleeren weißen Strand sucht, als wir das letzte Mal hier waren und das Wetter war toll, da war das hier brechend voll. Am Strand? Ja, total. Ja? Brechend voll, das war gar kein Wetter. Aber das ist natürlich toll, hier so ein traumhaft weißen Strand mit klarem Wasser, direkt an der Promenade.
hast du Hunger, stehst du auf vom Strand und hupf rein ins nächste Restaurant. Toll. Schöne Architektur. Ja, ich mag's hier. Oh, hier haben wir sogar schon eine Stele, auf der die Speisekarte. So. Modern, modern. Aber wird noch nicht so angenommen, wie man hier sehen kann. Ach, guck mal, das ist ein ganz hübsches Restaurant, ist hübsch eingedeckt. Ja. Tatsächlich. Was wir gestern festgestellt haben, Lanzarote scheint sehr, sehr beliebt zu sein bei unseren Nachbarn aus England. Weil wir haben gestern nur Engländer gesehen und ich finde ja, man kann Engländer immer erkennen. Ich habe aber auch tatsächlich nur die englische Sprache gehört. Du sagst, du hast auch Deutsch gehört, ich nicht. Ja, na, also, guck mal, der Strand ist abgesperrt hier. Ja, was ist hier los? Ist hier Wasser hochgekommen? Also, Stefan? Die Polizei hat den Strand gesperrt. Was denn? Ich gebe dir mal das Mikro, weil ich gehe hier mal rein. Aha, hier geht es jetzt rein. Viel Spaß. So, ein bisschen Kunst haben wir hier auch auf der Promenade am Strand. Das sind, glaube ich, diese traditionellen spanischen Ringkämpfe, die hier dargestellt werden. Ja, wie gesagt, der Strand hier ist von der Polizei gesperrt worden. Es ist natürlich ungeklärtes Rätsel, was hier jetzt passiert ist, dass der Strand gesperrt ist. Man weiß es nicht. Und trotzdem wird er bewacht. Die Jungs vom Roten Kreuz sitzen da und langweilen sich. Auch hier in Playa Blanca hört man überwiegend oder eigentlich bisher nur Englisch in den Restaurants. Also auch hier, dieser Ort scheint auch sehr, sehr beliebt bei unseren Freunden von den Inseln zu sein, also Großbritannien. So, hier nochmal ein Blick auf den Hafen, den Fährhafen. Ein einsamer Angler versucht sich hier. Ob er hier erfolgreich ist, ich weiß es nicht, aber er wird seinen Grund haben, warum er sich ausgerechnet hier hingesetzt hat. Ich wollte dir gerade ein Sweatshirt kaufen. Ja. Und warum hast du das nicht gemacht? Weil du vielleicht einmal mit drauf gucken solltest. Ja. Aber weil es ist wirklich schick und du brauchst es für den Winter ja auch. Ja. Aber ich bin nicht in Kauflaune heute. Nee, auch nicht in Shoppinglaune. Ich bin in Wandellaune. Aha. So, du hast vorhin im Auto gesagt, Lanzarote ist eine Insel, die mag man entweder oder man hasst sie. Sage oder? Ich, ja. Dazwischen gibt es nichts. Ich sage, die polarisiert extrem. Entweder man findet es richtig gut hier oder man findet es doof. Wir sind ja vorhin durch ein Weinanbaugebiet gefahren, ne? Ja. Wie hieß das noch? Das gibt hier mehrere, also Lageria oder die Siaize, das sind ja so Weine, die man überall auch kaufen kann auf dem Festland, unter anderem natürlich auch auf den Kanarischen Inseln. Also die bauen hier schon gute, leckere Weine auf Gran Canaria. Ach Quatsch. Lanzarote? Auf Lanzarote. Sind wir auf Lanzarote? Sie. Bin schon ganz durcheinander. Man weiß ja immer gar nicht, wo man unterwegs ist. Also man sagt ja, die besten kanarischen Weine kommen hier von Lanzarote. Und der Wein hier wird ganz anders angebaut als in Deutschland. Der liegt in so Mulden. Der wird nicht hochgebunden an Rebstöcke, sondern der liegt quasi auf dem Fußboden. Und dann in so Mulden, wahrscheinlich deswegen, weil man ihn vor dem Wind schützen möchte. Ja, und die Erde ist ja auch extrem fruchtbar in diesen Mulden. Ich weiß auch gar nicht, wie die das Ganze hier bewässern und tun und machen. Aber vielleicht haben wir noch Zeit und Lust, euch auch noch mal so ein Weinanbau-Eckchen zu zeigen. Ja, schauen wir mal.
immer noch in Playa Blanca, haben wir uns jetzt eine Ebene höher gearbeitet und sind jetzt in der Fußgängerzone. Das ist ja auf den Kanarischen Inseln auch eine Seltenheit, dass man eine klassische Fußgängerzone findet. Hier haben wir eine. Ja, und hier ist im Moment relativ wenig los auf dem hinteren Ende, aber es wird bestimmt gleich voller werden, dort, wo die anderen Geschäfte sind. Und was ich hier so schön finde, diese kleinen Apartments, die so oberhalb der Geschäfte liegen. Man kann hier also wunderbar neugierig auf dem Balkon sitzen und Leute beobachten. Ja, das ist übrigens eine der Lieblingsbeschäftigungen von vielen Menschen. Ja, stimmt. Gestern Abend haben wir auch gesessen und ja. Leute geguckt, das ist ja auch spannend. Spektakelmäßig haben wir da geguckt. Ja, die Fußgängerzone, die ist doch ja, recht lang. Ne? Also die ist eigentlich genauso lang wahrscheinlich wie die Promenade, die ja jetzt von uns auf der rechten Seite liegt. Und die verläuft parallel zu der Promenade. Ja, ich finde es schön. Ich finde die schön. Ja, es sind natürlich hier die üblichen Verdächtigen, sag ich mal. So viele Läden, die man von überall kennt. Ja, einige Filialisten hier, ne? Ja. Aber es gibt durchaus noch andere Läden, die man so noch nie gesehen hat. Und das ist hier ein bisschen enger und somit auch ein bisschen gemütlicher zum Laufen. Das ist ganz schön. So, und hier holen wir uns jetzt erstmal ein Wasser. Ja. Wir sind im Wind. Und zwar sind wir jetzt am Papagaio. An den Papagaio-Stränden. Guck mal hinten. Papagaio-Strände, sehr berühmt. Ich war hier noch nie im Leben. Doch, hier waren wir schon mal. Und zwar genau hier. Genau hier. Und dann musst du hier runter. Fall hier nicht hin. Ja, so schlecht ist das nicht, ne? Ja, das ist toll. Rutsch bitte nicht weg. Ja, es ist eine coole Atmosphäre hier, muss man sagen. Aber auch extrem windig hier oben. Da unten im Sand, am Strand wird es natürlich ein bisschen geschützter sein, logisch. Hier latscht man dann runter. Soeben waren wir auf einer relativ windgeschützten Seite. Jetzt stehen wir also voll im Wind. Hier ist nochmal ein schöner Strandabschnitt. Und besonders cool ist natürlich hier diese Bar, also dieses Restaurant in exponierter Lage. Hey, toll! Also für Strandfans ist das hier ein kleines Paradies. Türkisfarben, das Wasser und weiß der Strandsand, also fantastisch. Man vermutet das einfach auf Lanzarote nicht unbedingt, ne? Nee. Und hier nochmal die Strände, der eigentliche windgeschützte Papagaio-Strand von der anderen Seite. Ja, auch schön. Bitte nicht, bitte, Stefan. Bitte, sag mal, hast du einen an der Waffel? Oh, heftiger Wind hier.
Oh Mann, Stefan, hör auf, Mensch. So, das müsst ihr jetzt noch mal aushalten. Mit Windgeräuschen wahrscheinlich. Ich kann es nicht beurteilen, wahrscheinlich ist das so. Das war unser kleiner Ausflug heute nach Playa Blanca und Papagayo-Strand. Also das war hier, das war nochmal ein Spektakel, das war nochmal ein Highlight des Tages. Schon und schön, ne? Was soll ich euch sagen, innerhalb der letzten 30 Minuten ist die Temperatur um 7 Grad nach oben geklettert. Unfassbar. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. So, wir wollen nicht weiter nerven mit den Windgeräuschen. Hasta luego, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Ciao. Adios. Ciao.